So, hallo, wir machen weiter bei Cadence of Hyrule. Und das letzte Mal haben wir wieder viele Bosse erledigt, haben Zelda geweckt und somit den Dungeon in Kakariko gemacht, der klein war. Und jetzt gehen wir mal hier weiter runter. Und da sind noch einige Bosse, die wir machen wollen. Der Ton interessiert eigentlich nicht wirklich. Schlüssel interessiert schon eher. Ah, da ist sogar ein Schlüsselsymbol. Jetzt sehe ich das erst. Hier ist auch eine Höhle. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Wahrscheinlich im Wasser oder so. Da, den habe ich noch nicht gesehen. So. Ja gut, gehen wir mal hier rein. Jo. Ich hab's verhauen. Ah, ich hab's verhauen. Mist, das war die Gelegenheit. Besser. Besser ist das. Ah, ist da wieder so eine blöde Truhe? Nein, okay, passt. Dekublatt, du hast das Dekublatt erhalten. Im Inventarbildschirm. Um in Blickrichtung einen Windstoß zu entfesseln, der Gegner und Objekte zurückstößt. Ah, ja. Werden wir wahrscheinlich auch nie einsetzen, aber schön, dass wir es haben. Können wir mal kurz angucken. Ja, verbraucht natürlich auch wieder Magie. Klar, alles verbraucht man. Oh, wir müssen Dinge tun. Oh mein Gott. Wir müssen ganz schnell Dinge tun, bevor wir sterben. Das ist ja kritisch hier. Gut, dass ich das gerade sehe, ne? Aber hier... Ne, hier drüben ist kein Getrank-Dings. Ja, wir müssen das mal... Wir müssen mal eben ganz schnell hier Tränke holen. So, let's go. Eins, zwei, juhu, und zurück. Sobald wir mehr Flaschen haben, werde ich noch mehr Flaschen füllen. Aber sowas von. So, wir müssen wieder hier runter dann, ne? Also muss ich hier hin. Gut. Genau, hier waren wir gerade. Passt, alles gut, alles perfekt, alles super. So, hier rüber. Ah, das ist jetzt wieder der. Das ist ein großer Raum. Das ist direkt am Schloss, ne? Richtig. Und hier in dem Abschnitt ist noch ein Boss. Ah, ich mag die nicht. So. Ich könnte mir denken, wo der Boss ist. Natürlich. Okay. Pegasus Fußkette. Was macht die denn? Halte den Knopf einen oder zwei Beats lang gedrückt und lass ihn auf den folgenden Beat los, um einen Sprintangriff auszuführen. Auch das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Wir können es uns mal kurz angucken. Aber Hauptsache, wir füllen den Quatsch. So. Ja, verbraucht auch wieder Magie. Ich könnte kotzen. Na gut, verbraucht halt alles Magie. So, was hatte ich da drauf, die Trommel? Die verbraucht halt zum Glück keine Magie. Das ist echt gut. So. Dann haben wir das. Hier gibt es nichts weiter. Da gibt es theoretisch noch so ein Portal. Aktivieren wir das mal schnell.
Aber ich will jetzt nicht ins Schloss gehen, auf keinen Fall, ne? Nur das Portal auslösen. So, und dann wieder weg. Da gehen wir ganz zum Schloss hoch. Da gehen wir jetzt gar nicht hin. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es da eine Cutscene auslöst. Das will ich jetzt noch nicht. Ach, aber jetzt sind wir... Jetzt sind wir wieder am Hylia-See. Will ich mal kurz was versuchen. Mir wurde nämlich geschrieben vom lieben Markus, dass ich mit dem Wegschauen ganz richtig gelegen habe, was Bomben und so angeht. Aber ich kann ihn halt nicht wecken. Aber vielleicht die Geister. Ah ja! Was? Ich bin von Geistern verzaubert worden? Danke, dass du mich gerettet hast. Hier zum Danke... Ach, da sind sie. Ja, jetzt können wir schwimmen. Ja, hurra! Du hast die Zoraflossen erhalten. Mit ihnen kannst du durch tiefes Wasser schwimmen, zum Beispiel im Hylia-See. Ah, ich hätte jetzt gedacht, damit kann man... Muss ich die ausrüsten? Nein, die sind fest. Okay, sehr gut. Ich hätte jetzt gedacht, damit kann man hier, ne? Schneller durch Wasser, aber das kann man anscheinend nicht. Gut, hast du sonst noch was zu erzählen? Komm, schau mal, da ist auf den Kopf gestellt. Ja, das war ich, da war ich doch schon. Hätte man jetzt erst in die Eisgrotte, aber ich bin ja auch so dahin gekommen. Ach so, weil ich schwimmen konnte. Als weil ich tauchen konnte. Ja, ja. Ja, ja. So war das alles gar nicht nötig. Und ich war meiner Zeit weit voraus. So, ich hoffe, dass ihr jetzt happy, dass ihr Chef wieder wach ist. Wir können jetzt nicht mehr untergehen. Dafür können wir ordentlich verprügelt werden. So. Ja, jetzt chillt doch mal. So. Ist der happy jetzt? Der ist wieder wach. Ja. Interessiert ihn alles nicht. Die reden immer nur den gleichen Quatsch. Gut, gehen wir weiter. Hier ist der. Also den ganzen Abschnitt müssen wir jetzt noch machen. Ich beam mich mal hier hin und guck mal, wie ich da am Mesen hinkomme. Let's go. So, ich muss im Prinzip hier runterlaufen und gucken, ob ich da irgendwie rüberkomme. Sobald es nach rechts geht, ja. Hat sich schon erledigt. Jetzt sind wir im Wald. Oh nein, das ist eine Zeitkiste. Wait, wo ist noch einer? Oh, ich sehe ihn. Das war knapp. Oh, es ist ein Herzteil. Oh, wie gut. Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir den Abschnitt gemacht. Nach rechts geht's nicht. Es geht nur runter. Aber runter ist ja erstmal in Ordnung. Da waren wir auch noch nicht. Sonst ist hier eigentlich nichts weiter, ne? Sehr, sehr gut. Gehen wir runter. Da ist eine Treppe, das sehe ich auch, genau. Aber es war gar kein Herzteil jetzt auf der Karte eingezeichnet an der Stelle. Ne? Das sind wahrscheinlich nur. Sind da wahrscheinlich nur die eingezeichnet, die wirklich offen sind. Könnte ich mir denken. Ja, Speer ist schon besser als das Schwert. Kein zu Quatsch mit den Gegnern. So, da ist meine Dekubus. Ich gehe von oben ran. Easy. Aber ich habe immer noch nicht den Typ gefunden, der die Kerne haben will. Sammeln wir die ganze Zeit Kerne und wissen nicht für wen. So, gehen wir erstmal hier runter.
Ja, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Raum. Aber es gibt zwei Diamanten. Weil ich gut bin. So, Eigenlob stinkt. Ich kann halt nicht mal buddeln hier. Das ist alles nix. Alles nix Wichtiges. So. Darunter gibt es einiges zu tun. Rüber gibt es eine Kiste. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Ah, da gibt es noch was. Holen wir uns erstmal die Kiste. Die ist aber nicht relevant. Na, dann kannst du die behalten. Gehen wir es mal runter. Da will ich rein. Aber ich will immer noch nicht verbessern. Ich habe den Eindruck, ich krieg noch bessere Waffen und die kann ich dann verbessern. Ich weiß es nicht. Es ist halt so mein Eindruck. Ich möchte noch nicht verbessern. Sonst mir noch... Oh, hier waren wir schon, oder wie? Der ist schon ausgelöst. Der sah so grau aus auf der Karte. Ich bin verwirrt. Ach so, das ist... Ah! Das ist alles so dunkel, weil es der Wald ist. Es ist nur noch dies... Es ist nur noch das, wo wir noch nicht waren. Das ist ja auch interessant. Es ist nur noch das, wo wir noch nicht waren. Überall anders waren wir schon. Was gab's denn dann hier überhaupt? Also heilen, klar. Ah, das war... Ich glaube, das war der erste, wo ich war, ne? Schaden nach Combo und Giftschaden. Genau. Aber mir fehlen dann ja noch massig Herzteile. 6 Stück. Mist. Ich dachte, die kriege ich auf der Karte angezeigt. Entweder ich bin blind, oder das sind dann in so Kisten noch drin. Und da wird das Herzteil nicht angezeigt. Aber vielleicht bin ich auch blind. Ich muss mal vielleicht näher an den Fernseher ran nachher. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ich denke nur, dass es das, dass das der Raum ist, den wir noch nicht... Ja. Hier sind wir jetzt nämlich. Dann ist das nämlich da oben der Raum, wo wir erstmal herausfinden müssen, wie wir durch den Wald überhaupt durchgehen. Wait, ich komme da gar nicht nach links. Da waren die zwei Schlüssel sogar drin. Warte, wir holen uns mal den einen Schlüssel, weil warum nicht? So. Wir haben 5 Schlüssel. Gar nicht übertrieben. So, und jetzt komme ich nämlich in den Weg rein. Genau. Genau, und hier weiß ich nicht, wie man... Oder das ist doch das... Hier ist es doch jetzt egal, ob ich hoch oder runter oder sonst wohin gehe. Ich komme nicht weiter, ne? Ja. Das ist genau der Quatsch. So funktionieren die verlorenen Wälder. Na, wenn ich hochgehe... runtergehe. Oh, wait. Es ist was passiert. Hier waren wir noch nicht. Aber hat sich jetzt auf der Karte was geändert? Ah, wir sind einfach in dem Raum. Da waren wir dann doch schon. Aber ich war doch noch nicht... In so einem Baumstamm war ich doch noch nicht drin, oder? Kann ich mich nicht erinnern. Nee, hier war ich noch nicht drin. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Machen wir das mal. Was ist das?
Bist du ein Abenteurer? Ich habe immer davon geträumt, ein Held zu sein. Aber ich kann nicht mal ein Schwert hochheben. Als Deko hat man schwer. Oh, willst du die Nüsse? Willst du Nüsse? Du willst keine Nüsse. Willst du Nüsse? Okay, ich muss den wecken. Ich komme da nicht runter. Tingles Musikrätsel ist etwas ungewöhnlich. Achte auf die Beatbalken am unteren Bildschirmrand. Bewege dich immer dann, wenn die Balken die Mitte erreichen, um im Rhythmus zu bleiben. Okay, von vor. Ach so, okay. Ja, das kenne ich doch schon. Okay, verstanden. Bin ich denn dumm? Vielleicht schaue ich einfach nicht auf die Balken, sondern höre einfach hin. Ich brauche das nicht immer wieder hören. Ja, easy. Ah, bei so einem Höllen kann Tingle nicht schlafen. Danke fürs Aufwecken, nun schuldet ihnen Tingle etwas. Was ist das? Du hast den Tingle-Detektor erhalten. Weise ihn auf dem Inventarbildschirm, bla 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 zu. Verwendest du ihn in den verbotenen Wäldern, hilft dir der... Ah! Danke, Tingle-Detektor. Könnt den Weg zu einem... In anderen Orten könnt ihr den Weg zu einem Schatz führen. Okay. Deko-Kerne! Ja, kriegst du. Ausdauer halbieren. Ausdauerleiste halbieren. Tingles Magie ist unvorhersehbar. Tingle, tingle, Lululimba, Ausdauer schwuppdiwupp. Tingle wollte mit Hilfe des Tingle-Detektors eine Karte der verlorenen Wälder erstellen, um sie dann an Reisende zu verkaufen. Aber sie haben Tingle geholfen, also... Aber ich habe mehr Deko-Kerne für dich. Okay, also er will die Deko-Kerne auf jeden Fall haben. Aber anscheinend... ist das die erste Belohnung. Man muss mit... Also muss ich... Oder habe ich jetzt... Moment, gibt es überhaupt noch Deko-Kerne? Habe ich schon alle gegeben? Gibt es noch Deko-Kerne auf der Karte? Gibt es vielleicht... Jetzt habe ich noch drei. Hä? Es muss noch welche geben. Ich sehe sie nur gerade wieder nicht, weil ich doof bin. Ist da oben? Ist das ein Deko-Kern? Es ist halt echt... Oh mein Gott. Nee, ich sehe es nicht. Ich müsste aufstehen und dann werde ich wahrscheinlich mein Kabel runterreißen. Okay, passt auf. Ich stehe mal kurz auf. Falls ich gleich nicht mehr zu hören bin, habe ich Quatsch gemacht. Ja... Das ist natürlich, der Laptop ist natürlich nicht da, wo der Fernseher ist. Moment. So, jetzt sehe ich ein bisschen deutlicher. Also. Das sieht alles nicht wie Deko-Kerne aus. Man müsste die so einzeln ausblenden können. Das sieht alles nicht wie Deko-Kerne aus. Das ist auch kein Deko-Kern. Das ist eine abgehakte Treppe. Ich sehe keinen Deko-Kern mehr, aber anscheinend habe ich noch nicht alle. Oder? Na, vielleicht sind in dem Abschnitt von den verlorenen Wäldern neue Deko-Kerne. Ah. Aber ich sehe auf der Karte sehe ich keinen Deko-Kern mehr. So, ich setze mich mal wieder hin. Uah, vorsichtig. Moment, ich muss erstmal wieder hier Dinge tun. Wie zum Beispiel rückwärts laufen, um mich zu setzen. So. Hat funktioniert. Beglückwünscht mich. Okay, gut. Dann wählen wir den Detektor mal aus. Ah, jetzt gibt es nur noch ein Item und das ist dann das Dungeon-Item. Na, wait, dann gibt es gar keine dritte Flasche.
Nee, weil das Dungeon-Item ist der Spiegelschild. Dann gibt's doch noch eine dritte Flasche. Ich bin verwirrt. Lasst mich, ich bin verwirrt. So, wie setze ich den jetzt ein? Können wir erstmal hier alles aufräumen. Dass ich hier Ruhe habe. So. Ach, ich kann den gar nicht einsetzen. Ja, aber... Wie setze ich... Wie funktioniert der denn dann? Reagiert er auf irgendeinen Abschnitt dann oder so? Ich check den gerade nicht. Ich muss aber auch mal ganz kurz hier eine Pause machen. Sekunde. So, da musste ich gerade einem weltlichen Bedürfnis nachgehen. So, gut. Also was... Ich muss das mal lesen. Weise ihn ABC, hilft dir den Weg durch die verlorenen Wälder zu finden und Schätze aufzunehmen. Ja, aber. Wenn ich den drücke, passiert nichts, außer dass mein Controller vibriert. Ach so, Moment. Hier vibriert er am stärksten. Verstanden, dann ist das der erste Weg. Das heißt, ich räume hier immer wieder den Platz auf. Dann teste ich den Controller an den einzelnen Enden. Ja, den Controller. Hier reagiert er gar nicht. Hier ein bisschen. Hier geht er voll ab. Ah ja! Oh, das war Gift. Das war blöd. Okay, so. Erster Test. Nichts. Zweiter Test. Nichts. Dritter Test. Hier geht er voll ab. Hier auch nichts. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Nein, ich hätte... Ah, ich jetzt haben. Ich hätte den zweiten haben können, aber ich wollte nicht. So, ich sehe da was. Aber muss ich jetzt nicht erstmal... Ach so, wir sind die ganze Zeit in dem Abschnitt, wir sind noch nie in den reingelaufen. Jetzt verstehe ich das. Da ist dann der... Okay. Aber hier ist jetzt ja so ein Ding. Okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht resettet, wenn ich hier reingehe. Toll. Mein Dings ist weg. Oh, was ist das denn? What? Verbesserte Bogenfeuer durchdringen.
und so allen Gegnern in Schussrichtung Schaden zu fügen. Sick! Aber ich will noch einen neuen Bogen bekommen. So, aber was ist jetzt hier? Ist hier noch irgendwas? Au. Halt, die kann ich mir wiederholen. Heute hier ist was. Feen, aber ich habe ja meine Tränke. Weiß jetzt nicht, ob die Feen stärker sind als Tränke. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe, Moment, ich habe ja gerade einen Trank aufgebraucht. Dann kann ich ja eine Fee reintun. Toll. Nein, jetzt... Oh, jetzt habe ich alle eingesammelt. Ich bin auch doof. Sind die wieder da? Nein, jetzt kann ich keine... Ach, Mann. Ich habe die Feen verkackt. Ärgerlich. Sehr ärgerlich mit den Feen. Na gut. Meinetwegen. So. Test. Hier ist nix. Hier geht er voll ab. Ja, neuer Raum. Sieht man ja. Das war easy. Das war wieder verkackt. ja. Wie auch immer. So. Hier ist nix. Irgendwann muss es ja auch nach oben ans Ende, zum Ende sein. Ja, hier geht er voll ab. Ah, wir haben's. Sag ja, irgendwann muss es zu Ende sein. Leute! Eieieiei, meine Tränke sind alle weg. Hier ist nochmal ein richtiges Item. Komm jetzt an den ran. Kann ich ihn einfach hochheben? Ja, okay. Ja, dann. Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich das nicht gehabt hätte? Außer geweint? Oh, ich habe ein Kurzschwert mit Giftschaden. Okay. Wow! Pff. Das war interessant. Oh, der macht das kaputt. Aha. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Kommen jetzt die bösen Hühner schon an? Wollte das nicht. Ah, der macht das auch so. Okay. Dann wäre ich so rangekommen. Jetzt hört doch mal auf. Ist doch in Ordnung. Ah, ich kann also nur... Verstanden. Ich kann also nur jetzt über den Port wieder hier reinkommen. Gut. Ja, dann...
haben wir den nächsten Dungeon vor uns. Da ist ein Herzteil. Also hier gibt es noch ein Herzteil so auf der Map. Dann gibt es wahrscheinlich ein Herzteil unten zu kaufen, hoffe ich mal. Ja, den Dungeon machen wir jetzt auf jeden Fall noch. So lang wird der nicht sein. Da ist dann mein Spiegelschild drin, weil das das einzige Item ist, was übrig ist. Ja, hier gibt es im Moment aktuell nichts zu tun für uns. Beziehungsweise kann ich hier nicht schon wieder die Hälfte skippen. Oh, der bleibt nicht. Das ist ja frech. Okay, ich krieg den nicht mehr weg. Aber der bleibt also nicht, ne, und so. Wisst ihr schon, was ich sagen wollte. Gut. Müssten wir den aus? Ah, ich sollte vielleicht erst mich betränken, ne? Aber was wir auf jeden Fall machen können kurz ist, den Laden. Ich werde jetzt schon nicht sterben, bis ich im Laden bin. Da ist mein Herzteil. So, fehlen noch 5. Aber ich hole jetzt erstmal zu trinken. Sonst wird mir das hier zu risky. Viel zu risky. Muss ich nicht haben. So. Aber irgendwo muss ich dann was verpasst haben, weil mir fehlt die dritte Flasche. Irgendwo war ich nicht gründlich genug. Ich war ja anscheinend auf jedem Ding schon drin, aber irgendwo war ich nicht gründlich genug. So, was war das jetzt für ein Symbol? Das war ein Laden, ne? Ah ja, das war der Typ. Nützt mir nichts. Danke fürs Gespräch. Die Truhe da ist halt auch nur eine normale Truhe. Ach, verdammt. Irgendwo fehlt Zeug. Guck mal, hier ist auch nochmal eine Treppe, die nicht ausgefüllt ist. Und die hier unten ist ja auch noch nicht ausgefüllt. Die habe ich ja nicht gefunden, dooferweise. Wahrscheinlich sind da noch Sachen drin. Mist. Aber gut, machen wir erstmal das letzte Instrument jetzt hier. So, auf geht's. Von vorn. Oh ja, nehmen wir mit. Mal gucken, wie lange sie hält. Ah Mist, das war blöd. Egal. Die typischen Fehler wieder gemacht. Mann. Da ist noch ein Laden. Da ist ein Bossraum. Nice. Problem ist halt, wenn ich jetzt getroffen werde. Naja.
Oh, der hat leider nichts mehr für mich. Ach, lass mich. Gut, gehen wir in den Bossraum. Easy. Aber ich fürchte, ich habe hier unten Dinge verpasst. Ich könnte mir da vorstellen, dass ich was verpasst habe. So, holen wir uns erstmal den Kollegen. Ja. Der kann jetzt wahrscheinlich alles Mögliche abwehren. Keine Ahnung. Warte, ich bin blöd. Ich kann das doch hier verbrennen und das kann ich doch einfach hochheben. Ich hätte hier schon längst hingekonnt. Lell. Na gut. So, zack, 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 zack. Nächste Ebene. Oh, hier geht jetzt Energie. Bin hier gerade ein bisschen... verdrängt. Dankeschön. Ja, die muss ich aber auch noch rankommen hier. So, jetzt geht das alles kaputt. Ah nein, da wollte ich nicht rein. Nein, jetzt habe ich... Ich bin immer so schlecht, was das angeht. Ich bin einfach zu schnell in diesen Dingern unterwegs. So, aber das hier ist was, wo ich rein möchte. Mit noch einem Herzteil, aber ich glaube es nicht. Nee. Schlüssel kann ich mitnehmen, aber nee, ich kann alles mitnehmen, ist egal. Ach so, ich muss ihn ja auch noch einmal besiegen, den Typen. Der müsste dann aber auch klar gehen. Ich meine, ich habe mittlerweile so viel Energie. Stimmt, aber ich muss ihn einmal besiegen. Ja, habe ich nicht nachgedacht. What? Ever. Wow, was war mit dem denn falsch? Außer alles. So, wir gehen nochmal raus. Ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe. Zum Beispiel den Raum hier. Mist. Ah! Komm mir nicht raus! Jetzt hat es schon wieder sämtlichen Trank aufgebraucht. Weil ich doof bin. Wo habe ich noch Gegner liegen lassen? Ah, da. Solche Gegner. Ah, zu langsam. Ah, und hier sind auch noch welche.
das war's jetzt aber. Okay. Ja, ja, ich weiß, ich komme jetzt hier raus. Ich hab das schon verstanden, Spiel. So, das ist jetzt der Raum zum Schlüssel. Aber mir fehlt halt nach wie vor Seuche. Wahrscheinlich kriegt es nicht hier drin. Aber ich weiß halt noch nicht, wo ich es dann kriege. So, jetzt hätte ich auch an das Herzteil gekonnt. Gut. Einen Trank haben wir. Gehen wir damit den Boss an. Reicht der aus oder werde ich sterben? Soll ich das Risiko eingehen? Oder soll ich mir nochmal einen Trank holen? Das nützt mir jetzt auch nicht so viel. Wir holen noch mal einen Trank, komm, was soll der Geiz? So, wenn ich nachher zwei brauchen sollte, dann habe ich alles richtig gemacht. Ansonsten ist es auch egal. Nein. Auf geht's, letztes Instrument, let's go! Okay. Du hast immer noch nicht aufgegeben. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich das zu unser aller Wohl tue, um uns gegen Ganon zu verteidigen, werden wir eine Armee brauchen. Wenn du gegen Ganon kämpfen willst, dann tu dich mit Link zusammen, aber kämpf nicht gegen ihn, du Pflaume. Vielleicht wird mein 14. Macht dich ja zur Vernunft bringen. Kraft der Erde, fülle meine Maracas mit deinem mächtigen Beben. Maracas. Was kriegen wir denn jetzt? Ah, das sieht aus wie Goma. Hab nichts gesagt. Okay. Ah, diesmal kann ich den Gegner direkt angreifen. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass die ganzen Kiddies kommen. War's das? Wie, das war's schon? Nein, ah, jetzt ist er schneller. Oh, der ist ja super einfach. Jetzt nochmal drauf und dann ist er weg, oder was? Wow, der ist ja super Billo. Den hätte ich auch mit 3 Herzen geschafft. Ach so! Ich bin so eine Nuss. Ich krieg ja hier von den letzten Herzcontainer. Es fehlt überhaupt nichts. Es fehlt was. Ich krieg die Herzcontainer nicht zusammen. Mir fehlen noch 4 Herzcontainer. Hab komplett vergessen, dass ich hier noch einen kompletten Herz teile. Hab komplett vergessen, dass ich hier einen kompletten Container noch bekomme. Bin ich doof. Ich bin ja komplett doof. Dann fehlt eine Flasche. Du hast die Maracas erhalten. Eine mächtige Magie geht von ihnen aus. Ich bin ja so eine Nuss. Dann besiegen wir jetzt einmal noch den Händler. Du hast alle von Octavos Instrumenten besiegt. Jetzt kommen wir zu... Jetzt können wir uns zu Schloss Hyrule aufmachen und die Sache zu Ende bringen. Jawohl, machen wir im nächsten Part. Aber erst besiegen wir nochmal den Händler, ganz geschwind. So, wo komme ich denn am schnellsten zum Händler? Wo war denn einer? Am besten einen, wo ich mich hinporten kann. War hier ein Händler? Das ist der falsche.
Da muss er singen. Da muss er singen, da wo ich mich importe. Wenn er dort singt, dann ist dort ein Händler. Aber wo war denn einer? Hier war einer. Irgendwo da so. Da drüben, genau. Wait, wie komme ich da am schnellsten hin jetzt? Von hier oben. Das ist sowieso mit eines der besten Lieder gewesen, von den Abschnitten her. Bam, 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 bam. Nein, da ist wieder der Glassee. Ich wollte hier runter. Ach, geht mir nicht auf den Keks. Hier irgendwo noch da. Ja, nee, ist wieder der Hyliasee. Ah, war das dann da unten? Da war er. Genau. So, jetzt. Ich entschuldige mich, aber. Muss sein, Freund. Ja, der ist ja super simpel. Dieb. Ja, der ist ja super simpel. Coupon. Ist der jetzt überall weg? Jedenfalls haben wir es gemacht. So. Ich bin noch irritiert, was die Dekokerne angeht. Ne? Da bin ich doch irritiert, dass ich noch 3 jetzt habe. Also müsste es da irgendwie noch mehr geben. Keine Ahnung. Habe ich vielleicht was übersehen? Ich weiß es nicht. Aber ansonsten sollten wir alles haben. Vielleicht sind da die Dekokerne auch die letzte Flasche oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Herzteiltechnisch haben wir alles. Hier gibt es halt überall jetzt noch Kisten, die eingezeichnet sind. Aber sind die roten Kisten. Da weiß ich halt nicht, ne? Ich denke, wir haben tatsächlich alles zusammen. Ich porte mich jetzt hier hin. Und wir werden uns das... Nee, ich porte mich zu meinem Haus natürlich. Weil ich in Ruhe speichern will. Und wir werden uns das nächste Mal dann zum Finale aufmachen. Ich habe ja nie gesagt, dass wir das 100% durchspielen. Insofern... Insofern ja. Dann habe ich halt keine dritte Flasche. Das ist mir jetzt auch wurscht, wo die ist. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, es sind die Deko-Kerne, weil das ist halt was, was mir noch fehlt. Und ansonsten, was soll ich noch bekommen? Es könnte irgendein Item verbessert werden vielleicht, das wäre noch möglich. Dass er vielleicht den verbessern kann, keine Ahnung. Aber so was das angeht, haben wir alles gemacht. Karte ist aufgedeckt. Also, ich schätze mich gerade zufrieden. Waffentechnisch hätte ich halt gedacht, dass es nicht nur bei Schwerten mehr Zeug gibt, sondern auch bei Speeren, aber bisher haben wir einfach nur den Speer bekommen. Wir haben jede Waffe einmal. Da bin ich gespannt, ob wir da noch ein bisschen was bekommen. Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal die Errungenschaft. Ah ja! Sammle alle XY-Villen permanenten Verbesserungen. Ja, das haben wir halt nicht bisher. Finde in einem einzigen Spieldurchgang alle 8 einzigartigen Waffen. Alle 8 einzigartigen Waffen. Geht das also gar nicht unbedingt? Grabe in einem Labyrinth jedes Feld um, bei dem das möglich ist. Habe ich das nicht? Ein Labyrinth ist wahrscheinlich ein Dungeon, ne? So ein komplettes Ding. Besiege 4 Gegner mit einem einzigen Pfeil. Ich verstehe. Ich überlege gerade, wo das gehen könnte.
Ah, ich hätte eine Idee. Aber das ist nicht so wichtig. Also, mir wird es nicht um die Errungenschaften gehen, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte einmal das Spiel durchspielen und dann vielleicht einmal den Hardcore-Modus ausprobieren, werden wir sehen. Aber alle Errungenschaften hier holen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal großes Finale. Wir stellen uns Octavo. Und schauen mal, was er damit meint, dass er uns vor Ganon schützen will. Gut, vielleicht stellen wir uns auch nicht Octavo. Ich habe keine Ahnung, wie groß Schloss Hyrule sein wird. Das ist sicherlich nochmal ein extra Dungeon. Ha! Habe ich jetzt übersehen. Das könnte natürlich nochmal eine Weile dauern. Vielleicht sind es auch zwei Parts. Einmal der Dungeon, Schloss Hyrule und dann der Boss. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Danke fürs Zuschauen. Ach Mist, ich muss ja jetzt die zwei Parts zusammenstecken. Das sind jetzt erst 50 Minuten. Shit. Tschüss.